Ja, herzlich willkommen, Marco. Danke schön. Merci. Du hast das hast schon ein paar Mal gehört, natürlich, nicht nur von mir. Da haben wir es so hinter dir. Wenn du ein bisschen zurückschaust, was ist jetzt das sportliche Highlight eigentlich für dich so über die letzte Saison? Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Es hat wahrscheinlich so ein bisschen wie zwei gegeben. Zum einen ist schon das Adelboden-Rennen ist schon, ich sage aus Schweizer, gerade für mich sehr, sehr speziell gewesen, wo ich zehnt worden bin und doch im zweiten Lauf einen guten gezeigt habe und mit fast einer Sekunde Vorsprung ins Ziel gekommen bin. Und das ist schon, wenn du das daheim kannst erleben mit eben Grün, mit grünen zwischen oder ja, Zeit ins Ziel kommen, zu Adelboden, dann geht schon etwas ab, oder? Das war so rein emotional wahrscheinlich fast das Schönste gewesen. Und nachher sicher die zwei Podestplätze, ist klar. Ja, ich meine, du fährst mehrere Disziplinen. Was fährst du eigentlich am liebsten? Gibt's eine Lieblingsdisziplin? Ja, ich müsste jetzt schon fast den Riesenslalom sagen. Das bin ich am besten, mache ich am meisten. Aber ich sage, die Abwechslung ist auch cool. Eben, Slalom trainiere ich auch im Herbst zwischendrin. Das ist, auch, ja, ist mal wieder ein bisschen anders. Es sind andere Bewegungen, du musst auf andere Sachen schauen. Das hilft dir aber auch wieder eben für den Riesenslalom. Und der Riesen nützt mir im Speed für die technische Kurve. Die Speed-Kurve nützt mir im Riesen, wenn es flächer ist. Und darum mache ich wirklich alles. Gerne, die Abwechslung ist cool. Anderes Thema, Migros Grand Prix. Stöckli ist ja jetzt die vierte Saison dann, Co-Sponsor von diesem Anlass. Du hast auch, glaube ich, deine Erinnerungen. Was sind prägende allenfalls Erinnerungen an den Migros Grand Prix? Das war das Rennen im Jahr, oder? Ja. In den jungen Jahren. Klar, so Ende der IOC, so mit 15, 16, sind auch die Schweizer Meisterschaften wichtiger gewesen, aber ja. Du fährst das an, 7, 8, ja, glaube ich, bis so, ich sage jetzt 12, 13. Ist das Rennen im Jahr, oder? Ja, ja. Wieso Stöckli? Wieso bin ich der Stöckli? Ja, das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, wenn man mich das vor 7 Jahren gefragt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht auf das gekommen. Weil ich auch denke, dass es gar nicht möglich ist. Weil es ist ja lange eigentlich in Familienbesitz gewesen. Aber als ich hörte, dass das möglich ist, bin ich total begeistert gewesen. Ich meine, es ist eine Skisportmarke. Ich bin selber ein begeisterter Sportler. Ich wäre immer gerne Profisportler geworden. Ich sage, ein verhinderter Profisportler. Als ich dann eingesehen habe, dass es nichts wird aus Eishockey oder sonstiger Karriere, bin ich dann eigentlich, ja, habe ich halt ein bisschen den klassischen Weg gewählt. Und, ich glaube, eine Firma wie Stöckli zu führen, ist jetzt für jemanden wie mich wirklich etwas sehr Schönes, weil es ist halt eine Familienfirma, immer noch im Besitz von einer Familie oder von einem Eigentümer. Was hast du eigentlich für Ziel so ein bisschen für das nächste Jahr? Ich meine, ja, das ist vielleicht jetzt Anfangs Mai gerade noch ein bisschen früh. Nein, ich denke, das Wichtigste ist gesund bleiben und nachher ist sicher ja, nach wie vor viel möglich. Ich würde glaube unterschreiben mit einer ähnlichen Saison wie letztes Jahr, wenn ich da eben wieder aufs Podest fahren kann. Das wäre natürlich genial. Ich starte sicher in einer guten Ausgangslage. Zölden würde ich schon eine Nummer von 1 bis 7 haben, oder, in der ersten Gruppe. Letztes Jahr habe ich mit dem 1, 2, 33 angefangen. Das ist schon mal eine andere Ausgangslage. Max halt, ich sage, Fehler mehr leiden und bist gleich noch einigermaßen dabei. Weder mit dem 30, wenn du dann noch einen Fehler machst, dann bist du ganz weg. Oder? Und von dem her, ja. Wieder Vollgas trainieren und gut in die Saison starten. Und dann schauen wir, was drinnen läuft. Sehr gut, du. Wir sind sehr gespannt. Wir wünschen dir natürlich alles Gute. Und wir wissen auch, der muss es immer noch zuerst machen. Ja, das ist so. Dankeschön. Merci dir.